Rattler zerstört. Ja, ich zerstöre auch gleich noch Rattler, Schickler, Schippler, Snickers, Mars. Die zerstöre ich gleich noch mit. Da gibt's keine Schokoriegel mehr, ihr Spinner. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Bei Batman Arkham Knight. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir wollen uns mal unsere neue Knarre, unser neues Spielzeug abheben, genau. Wir holen es, wir heben es von unserem Konto ab, um damit zu bezahlen. Nein, wir holen es uns ab beim Batwing, wenn ich das richtig gelesen habe in der Mission, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Aber irgendwie... Ach so, genau, klar, wir kriegen das wieder abgeschmissen. Zrilla. Keine Punktlandung, das war schlecht. Was denn jetzt? Tja. Da kommt es auch schon. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig mir, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Der Waffengenerator Mark III ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Jawohl. Soll ich das jetzt probieren? Oh. Wo ist denn der Scheiß? Hilfe, ich hab gedacht, ich kann die Waffe erstmal in Ruhe ausprobieren hier. Ich sehe nicht woher, Mann. Was ist denn los? Hab ne Rattler verloren. So, das hab ich den jetzt ich weg. Ich... Drohne offline. Halten Sie mein Sergeant. Von dem Auto soll nichts übrig bleiben. Das macht doch keinen Spaß so. Willst du mich verarschen oder was? Hier, leck mich. Hau ich halt ab. Glaub ich spinne, ey. Kommen die hier mit ihren 5 Milliarden Tanks an? Ja, da ist der nächste mit dem Rattler oder was? Was will mich denn jetzt noch treffen? Ich hab ihn. Das war's. Fick doch die Henne, Junge. Fick die Henne. Du konntest mich nicht aufhalten. Jetzt wird Gotham untergehen. Zum Glück weiß der nicht, dass, ich ja speichern und wieder laden kann, nicht wahr? Ziele auf die Drohnenschütze mit dem 60mm Geschütz. Ja, nein, nein. Oh, Alter, das geht direkt los, ne? Diamond wird getroffen, der macht es nicht mehr lange. Diesmal besser anstellen. Ich habe bloß noch keine Ahnung. Rattler offline. Wow, 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 wow. Whee! Also so richtig merke ich jetzt gerade irgendwie die Knarre, die ich angeblich jetzt habe, noch nicht.
Ja, ich zerstöre auch gleich noch Rattler, Schickler, Schippler, Snickers und Mars. Die zerstöre ich gleich noch mit. Dann gibt's keine Schokoriegel mehr, ihr Spinner. Oh, Alter. Was jetzt? Oh, da hatten wir gerade einen Mega-Ruckler. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ankommt. Ich hoffe nicht. Aber ich hatte gerade so gut wie Standbild. Hui. Einheit an der Grand Avenue zerstört. Was da wohl wieder los war? Sir, ich habe mir wie gewünscht North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson sie schon einige Zeit im Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird sie auf einem Dach am Runneler Fährhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert, falls sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. So, jetzt muss ich wieder mein nächstes Ziel festhalten. Festlegen. Ich glaube, wieder Sprachstörung. Ich möchte aber jetzt mal ein bisschen an der Hauptstory festhalten. Über North Refrigeration weiß. Wenn ich den Pinguin finde, finde ich auch den Arkham Knight. Genau. In der Tat, Sir. Master Grayson wird sie mit Ihnen am Gebäude am Renner Fairhaven treffen. Weißt du, was das denn mit Autos macht? Ich will es nicht herausfinden. Halt. Okay, wir steigen raus. Und hoch geht's. Hey. Direkt dran vorbeigeflogen, ne? Also Flugzeug dürfte ich nicht fliegen hier. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobbleport ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Unterbrecher, Waffen, Ausrüstung, Sabotagefähigkeiten, Fahrzeugverfolgungssystem. Dann hoffe ich mal, dass ich das Ding auch gut verwenden kann. Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen deaktivieren. Ach so. Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Es gibt keinen. Die Waffen sind bezahlt. Warum so mit? Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Wo das? Und du siehst aus wie der... Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Also, wir sind ja jetzt Kumpel. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Was hast du für ein Problem? Wir arbeiten doch alle für diese Freaks. Dann fange ich mal an. Warte mal, keine Rauchbomben, ich will die sehen. Ich erinnere mich daran, wie der Pinguin uns angeheuert hat. Er bot uns eine Riesenladung Cash. Wirkte wie eine... Bam! Okay, ich mach's so. Ich wollte eigentlich mit dem Unterbrecher. Oh, jetzt ist da wieder so ein kleiner Riesen-Mongoliten-Kram-Kack-Typ-Finger mit der Beine. Der wieder erst wieder so ein paar Umhangschläge braucht, damit ich ihm hier erstmal richtig die Fresse polieren kann. Ja, kurze Pause, Break. Oh, noch eine Fliege. Endlich. Die ist kaputt. Und dann kommt wieder Rambo um die Ecke und kriegt eine auf die Fresse. Stufeneinstieg. Boom. Machen wir mal schnell.
Okay, mit diesen Ausrufezeichen sollen wir wahrscheinlich sagen, was ich denn. So, was möchte ich denn hier? Schlägt dem Explosiv, geht bei der Sprengung am nächsten stehende Gegner bewusstlos. Ja. Nö, kann ich. Was ist denn los? Kann ich nicht nehmen, weil ich schon habe, ich Idiot. Was haben wir hier noch Schönes? Hier ist auch nichts. Und hier? Ist auch nichts. Ich kann nichts verbessern, weil ich zu wenig Punkte habe. Nee, habe ich nicht. Erhöht Zielgenauigkeit der Vulkan-Kanone und erlaubt es zu schießen, ohne an Genauigkeit zu verlieren. Sehr effektiv, um kritische Treffer bei Drohnen zu erzielen. Oh ja. Oh ja, das klingt ganz gut. So, oh, ihr habt da auch ein paar leuchtende Waffen. Ich weiß, was du das nicht. Gesehen? Batman hat seine Karre echt aufgemotzt, Mann. Hier kam gerade ein Motorengeräusch. Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Ich sollte den Laster lieber markieren, bevor ich die Männer darin aufschrecke. Okay, alles ja gut. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Was hast du vergessen? Nein, 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 es ist Batman! Hauen wir ab von... Raffinesse funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zum Cobblepot. Was soll ich sonst machen? Fahr weiter. Vielleicht lässt er sich abschütteln. Na, Betty, lass mal los. Lass mal los. Ich will in die andere Richtung. Danke. Was weiß ich? Guck weiter. Wir müssen sicher sein, ehe wir zurückfahren. Na. Seid euch doch einfach sicher. Ihr seid alle doch sowieso viel schlauer als wir. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. Genau. Führ mich in euer Dreck. Geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss Batman. Der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mithalten. Das würde mir an eurer Stelle doch gleich schon mal ein bisschen was zu fragen geben, oder? Ich meine, ich hab doch einen Panzer. Warum sollte ich euch damit nicht verfolgen? Ist egal. Der IQ der Leute scheint hier sehr hoch zu sein. Guck mal, hier gibt's Gumbies. Wir kennen das unter Scumbies. Aber an sich... Oh, oh. Die fahren hier, glaube ich, die Passage hoch. Oder? Nee. Ich habe gedacht... Ist euch jemand gefolgt? Batman hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Herrsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Behalt euch lieber. Na, na? Warum hocken wir hier oben, während der Boss das Treffen abhält? Er will sicher, dass wir das hier verteidigen. Vor wem? Batman! Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaub diesen Müll mit dem Bündnis nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine Heidenangst ein. Ja, ich hab gehört, er hat irgendwas mit seinem Gesicht angestellt. Ziemlich fies. Mein Plan ist, so weit weg von Scarecrow zu bleiben wie möglich. Das würde ich dir auch raten. Das Dach ist schwer gesichert. Das muss das Versteck des Pinguins sein. Du sagst es, Betty. Kommt sofort hier rüber! Er will abhauen! Was? Hui! Granate! Was? Mal ein bisschen Nebel machen hier, damit er mich nicht so gut erkennen kann. Immer noch nicht K.O. Mensch, die Dicken halten auch am längsten aus, ne? Kann ja nicht wahr sein. Hey, bleib mal locker. Schnaufen wir nochmal noch mal durch hier. Hier ist noch irgendwer. Ja, ups. Hä?
Das passiert, wenn man den Komorin schwer gesichert. Das muss der Eingang sein. Das wird er wahrscheinlich sein. Da ist aber eine Waffe, ey. Wer, die siehst du, die Waffe, nicht da hinten? Wir müssen sie deaktivieren. Das gehört deaktivieren. Ah, ich weiß auch schon wie. Wir gehen einfach mal hier wieder rein. Flip. Will ich da hoch? Oder will ich erstmal die kleine Weapon hier? Kriege ich das Ding nicht so ausgeschaltet? So, wollte ich das meinen. Das können wir doch alles von der Hand machen hier. Einmal kurz die Kabel rausgerissen und dann, ja, zerlegt sich das Ding in alle Einzelteile von selbst. So, müssen wir die Waffe nicht unbrauchbar machen? Dachte ich mir jetzt so, oder? Wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Hätte ich wahrscheinlich machen müssen, bevor ich fighte. Aber, naja, was soll ich sagen? Es ist halt dunkel heute Nacht, ne? So, jetzt genau, jetzt habe ich da hinten... So, ich möchte mein Explosivgel... Ah, das brauche ich glaube ich gar nicht. So. Ach, ich verstehe halt nicht, warum ich jetzt... Na, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Komm schon, tu irgendwas. Du machst mich ja lächerlich. Ja. Was ist mit der Fledermaus? Batman? Sorge dich nicht um Batman. Den gibt's schon bald nicht mehr. Ja, er ist weg. Er ist ein Nichts. Ich hab's doch gesagt. Er konnte nicht mal mit den beiden in dem schrottigen Trakt mithalten. Er wird überschätzt. Egal. Er gehört. Ich hab euch was zu sagen. Wie ihr wisst, und es bricht mir wirklich das Herz, haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen. Ich weiß, es war schwer. Aber seht es doch mal so. Wir sind verdammt reich. Ja. Ja. Seht es euch an. Wundervolles Geld. Psst, das wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Komm schon. Ist so blöd, ne? So. Hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Wir warten. Gebt einfach weiter Waffen an jeden Loser aus, der mit einer Handvoll Geld vorbeikommt. Die abmachen. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Oh. Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu einem Kerl namens Simon Stack. Dem gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht. Wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt. Wir schießen, Batman. Das wird dir auch nicht helfen. Scarecrow wird dich brechen. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest, Jungs. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Seh zu und lernt. Wirf seine Rübe direkt von den... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Ich mach dich alle. Da kommt der Robin ums Eck. Ich versuche dir nicht die Show zu stehlen. Und schon. Oh, jetzt hab ich ihn. Jetzt schlage ich mit meinen Stöcker zu.
Fackel ihn ab! Wenn ihr mich schafft, wird nichts mehr von dir! Fast schon zu einfach. Bäh! Die doppelte Team-Ausschalten-Modi sind echt cool. Und er hat auch ein paar geile Moves drauf. Bäm! Ich find's gut. Versuch mitzuhalten, Batman! Hast du nicht drauf? Putz ihn weg! Noch jemand da? Geht doch. War sogar ein kritischer Treffer. Die Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Zerstöre das Waffendepot des Pinguins. Das soll ich jetzt vermutlich mit der 7 machen. Mit der 7. Die Zahlen haben Kraft. Ich komme in letzter Sekunde und rette dir den Arsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Stimme mir sehr unsympathisch vorkommt. Der redet wie so ein kleines Kind. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich habe dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht doch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Wir werden jetzt erstmal hier den ganzen tollen Scheiß. Hallo? Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats? Drück ab und du tötest uns beide! Was ist denn? Ach, stimmt ja. Leute, ich denke auch nicht nach, ne? Ich hätte mich jetzt einfach mal selbst in die Luft gesprengt. Hä? Drück ab und du erwischt uns beide. Normalerweise würde ich gutes Geld für so etwas zahlen, aber wir haben wirklich keine Zeit. Hä? Bin ich jetzt blöd? Was denn sonst? Ich muss doch jetzt hier irgendwie... Kann ich mit dem Unterbrecher die Waffendings da... Pfeilmunition abfeuern. Das will ich ja gar nicht. Will er mich jetzt verkackeiern? Warte mal. Genau, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz den Scheiß an. Holzerne Behälter zum Transport von Handfeuerwaffen sollten in der Nähe von Sprengstoff extrem vorsichtig behandelt werden. Ja, okay. Hier haben wir eine Tür. Ah, genau. Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon, sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Mache ich! Alfred helfen? Kein Problem! Oh. Ha, mit dem würde ich nicht tauschen! Ich sollte sie erst zünden, wenn ich weiter weg bin. Noch weiter? Du hast einen riesen Tresor zwischen dir. Naja, egal. So, jetzt habe ich die auch ausgeschaltet. Liegt hier jetzt noch mehr rum? Ne, das scheint soweit gewesen zu sein. Oder? Ja, ich muss jetzt da oben wieder raus. Denke ich. Oder? Ne, hat gereicht. Wunderschön.
Explosivkraftgel. Oh. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Okay, mit dir sollte ich gerade also auch nicht sprechen. Dann werden wir uns mal wieder aus diesem Scheißladen hier verziehen. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh, warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja, ich schaff das schon, obwohl's schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Also, bereit für ein paar Joker-Einlagen? Das wird echt spitze. Sie werden das nicht kommen sehen. Ich werde... Naja, siehe und staune. Was macht er jetzt? Ziel verlässt Gebäude über das Dach. Position halten und Feuerbefehl abwarten. Die Geschütze haben in dem Visier. Perfekt! Feuer frei! Schießt alles nieder! Los! Was jetzt? Wie sollen wir hier bloß rauskommen? Schau nicht mich an. Ich bin nur ein körperloses Wesen. So schwer ist das nicht. Ich hole jetzt mein Bettmobil, glaube ich. Warte. Gucke mich doch kurz um, ob das stimmt. Das sieht so stark danach aus, ja. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Ja, von hier oben, ne? Ich dachte mir doch, dass ich mal ein Bettmobil brauchen kann. Ich weiß nicht. Komm schon. Fels raus, find die Leiche. Nein, du gehst. Du willst sie doch getroffen haben. Ich hab den Alarm ausgelöst. Warte mal, hier war doch jetzt irgendwo die Parking lot. Da. Ich muss den Eingang finden. Seit gerade eben. Also, warten wir einfach. Warten, was passiert. Der ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Da, hier geht's rein. Verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Ich bin ständig und erstickt. Boah, diese Geräusche dieser komischen Fuck-Vampir-Fledermaus-Viecher, was auch immer das da darstellen soll. Such deine Verbündete. Kennt jemand einen guten Witz? Jetzt da meine Armee. Perfekt. Tja, dafür hat man ja so ein kleines Spielzeug draußen stehen, ne? Ich persönlich hätte scharfe Munition. Alfred, was wissen wir über Simon Stack? Mal sehen. CEO von Stack Enterprises, ein auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Stacks Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Bettmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Ja, meine Freunde, dann soll es das erstmal für diese Episode, für diese Folge auch wieder gewesen sein. Simon Stack, das Luftschiff, ist unser nächstes Ziel. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Ich werde mich jetzt aufmachen zur Arbeit, nachdem ich das Video dann fertig gemacht habe, fertig geschnitten und gerendert, damit das dann heute Abend auch wieder pünktlich für euch online ist. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann eben wieder konstruktive Kritik in die Kommentare bitte. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.